Ein Sturm zieht auf. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Krieg liegt in der Luft. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind nahm sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommel des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Einfach geile Mucke. Einfach nur geile Musik, ja. Das Schicksal braucht euch. Das Schicksal braucht uns. So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier aus Super Mario, der alte Sack. Ich habe mir wegen einem Neuanfang mit jetzt ja, das sind wir. Wir sind wir sind Waldelfe und wir können gut Holz hacken, weil wir haben ja genug davon. Beanspruchen, was beanspruchen wollen? Belohnung für Stufe 2, okay. Beanspruchen ist ja immer gut. So, beanspruchen. Okay, freuen können wir uns auch. Ja, gut, das klappt schon mal. Ich würde mal sagen, wir sind noch klein. Erstmal leben, ne? Gut, langsam, okay. Gut, so nächster Meilenstein Stufe 5. Ist ja schön. Ach so, habe ich noch mal. Auch in Leben. Auch in Leben. Punkte einsetzen. So. Seid ihr sicher? Ja, ich bin sicher. So. Was haben wir denn für Waffen? Dieser Hauptsache, ich will ja Hauptsache, ich bin ja sowieso immer so geil auf Bogen schießen. Das finde ich so cool. Das macht nicht so einen Krach. Und dann komme ich damit am besten klar. Fertigkeitslinien. Jo. Aber Peitsche, Speck, der Rüstung. Okay. Während der Flamme. Aber Peitsche, sagt sie. Gut. Ja. Ja, wir haben ja noch nichts weiter. Mach die mal. So, drücke 1. 1. 1. Okay. Ja, so. In der Ebene hast du auch selber da reingebastelt. Nur sowas auch nur noch Steinfaust. Großen Steinfaust. Was hier? Ach nee, das ist die Rüstung. Was macht die Rüstung? Den Fesseln im inneren Drachen, boah, was ich alles. Ich hatte schon mal einen Magengeschwür, ja, aber wer weiß, vielleicht das ist ja noch besser hier. Würdiges Herz, nehme ich das auch. Würdiges Herz ist die Steinfaust. Jetzt zerstampft die Erde unter euch. Ja, okay. Wenn man so eine Turmmühle kaputt ist, kann ich meine Dienste anbieten. Hauptsache immer Mehl. So, was habe ich freigeschaltet? Ja, freigeschaltet. Info und Fähigkeiten.
Aha, aber wir haben gar keine Fähigkeiten mehr. Okay, keine Fähigkeiten weiter. Nee, keine Punkte, kein nix. Das war's dann erstmal. Käferchen, gut. Das war's dann wohl erstmal. Also, es geht noch nicht. Wie gesagt, ich habe ewig nicht mehr. Ich meine, ihr könnt ja sehen, was ich bis jetzt schon gemacht hatte. Es sind ja reichlich Folgen Elder Scrolls Online, die ich schon gespielt hatte. Aber ich habe nur einen Charakter, von meinen Charakteren nur einen gefunden. Bei der Namenauswahl für diesen hier, für diese, hatte mir zwar gesagt, dass die Namen schon vergeben sind. Aber ich weiß nicht von wem. Ich weiß jetzt nicht, ob von meinem oder. Naja, gut, schauen wir mal, was hat. Nein, lass doch die Frauen. Dem Schicksal ist euer Talent dafür aufgefallen, die Vorsehung zu verändern. Die Wirklichkeit hängt in der Schwebe. Ah. Ebenso wie die Zukunft von Apokrypha und Nern. Oh, ja. Deshalb bringe ich eine Nachricht von Hermeus Mora, dem Wissenden. Mora bietet euch einen Zweck. Ein schweres und finsteres Streben. Hm. Uns verbindet eine gemeinsame Gefahr. Feinde von Hermeus Mora bedrohen seine Ebene des Reichs des Vergessens und stellen somit auch eine Gefahr für die Welt der Sterblichen dar. Ja, denn das ist natürlich. Mora mich hierher zu euch, ja? Um sich eure Unterstützung zu sichern. So? Nur eine sterbliche Entsandte kann diese Bedrohung bewältigen, um Apokrypha und Nirn zu retten. Okay. Die Schicksale dieser beiden Ebenen sind verbunden. Und ihr seid der Schlüssel, um die Wirklichkeit zu bewahren. Ohne euch wird sich alles auflösen. Oh. Helft dabei, dieses Unglück abzuwenden. Und ja. Mora wird euch belohnen. Hey, belohnen, das hört sich, ne? Belohnung ist ja bald wie Weihnachten, oder? Der Wissende hat mich angewiesen, euch dies zu geben. Ein Kondensat planarer Möglichkeiten. Ach, ihr würdet es eh nicht verstehen. Es ist... Sixi, bin doof oder was? Bringt sie zur Redrezistan. Ich kann sowieso nicht verstehen, weißt du, sitzt hier. Der Stadt. Gießt die Tinte ins Wasser und euer Pfad wird klar werden. Gießt die Tinte ins Wasser. Lass das mal einfach den Grünen sehen. Ey. Habt ihr schon vom dädrischen Fürsten des verbotenen Wissens gehört? Dem Fürsten des Schicksals? Ja, schon mal. Unlösbaren Rätsel? Als Geirin. Hm. Hermeus Mora weiß alles. Er ist der Weiseste der Dädra. Okay. Ich bin erstaunt, wie wenig die Sterblichen unserer winzigen Welt verstehen. Apokrypha ist die Ebene von Hermeus Mora. Sein Heim und der Sitz seiner Macht. Eine von zahllosen Ebenen. Ja, aber das war nicht. Das habe ich mir nicht so gleich vor. Warum bitte muss ich mir denn? Mich nicht nach dem Reich des Vergessens. Ja, ich frage mich nach dir. Manchmal auch die Weise genannt. Doch das ist kein Beiname, auf den ich. Ach, du darfst die Weise sein. Ich bin der Bescheuerte oder was, der andere nicht verstanden hat. Entstehenden Wahrheiten zu verstehen. Das sind sie, weißt du, das sind. Oh, ach, vergesst es. Ja, vergiss es. Gelehrte. Hm. Vor einem Jahrhundert ging ich einen Handel mit Hermeus Mora ein. Ich nicht. Vom Jahrhundert. Ist auch so auf die Kacke, ey. So, das klar macht die das aber. Falls das eure Frage ist. Ne? Der Fürst des Wissens ist ein Verbündeter und Gönner. Mora gewährt mir Zugang zu seltenem und geheimem Wissen. Im Gegenzug übernehme ich verschiedene Aufgaben für ihn. Du musst aber nicht deinen Charakter versauen lassen. Von gegenseitigem auch wenn du viel weißt, kann man trotzdem vernünftig bleiben. Ne? Ich bin kein Sensibelchen, ne? Aber, ne? Ich will jetzt nicht weinen. So. Ach, Feinde, die werden wir schon noch. Feinde werden wir schon noch schnell genug kennenlernen. Erstmal Wegschreien. Wegschreien ist immer wichtig zum Reisen. Alte Buch sind und Bücher sind auch wichtig. Leitfaden für Besucher. Touristikführer. Pilze. Ja, Pilze. Pilze. Scheiß Pilze. Stilze.
Haben sie als Kind immer gesagt, weißt du. Ups. So, aber jetzt gehen wir zum... Guck mal, können wir auch runter. Aber wir gehen noch nicht runter. Ich gehe erstmal zu dem Schrein. Und dieser Schrein ermöglicht uns das Reisen. Da ist er doch. Als Schöpfer. So. Ach, ich bin in Necrom. Das ist die neue Erweiterung. Okay, ausgesucht hatte ich mir das nicht. Das hat sich so... Das haben die so, ne? Automatisch. Okay, was haben wir denn? Wahrscheinlich muss ich dahin. Ich glaube, so war das. Wie gesagt, es ist wirklich ganze Weile her. Oh, Feuerangst. Ist das wenigstens eine Treppe, oder? Ja, okay, das geht ja. Na. Oh, mach mal langsam. Das ist schön. Ich wollte eigentlich schön sein. Wenigstens im Spiel mal, weißt du? Wenigstens mal im Spiel. Ja. Ja, kriegst du eine. Kriegst du eine. Was haben wir hier noch? Die drei. Nimm die drei. Nee, 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 das sieht nicht gut aus. Instinktiv ausweichen. Lava-Peitsche. Wow. Boah. Huch. Jo. Ich kann nicht mit Rechtsklick plündern. Das ist ja umständlich. Alles immer. Alles her. Alles her. Alles her. Ja. Ich muss sicher, schnell stark werden. Aber wo bin ich denn hier hingelaufen? Ich habe doch angezeigt gekriegt. Na gut, den haben wir uns ja erstmal nur zur Brust genommen zum Testen. Zum Testen. Gib mal die Axt weg. Was soll die Frau von uns denken? Mach die Axt weg. Wo sind all die Arbeiter? Der Aufseher hätte mich vor Stunden hier treffen sollen. Ach so. Ihr da, arbeitet ihr hier? Nee. Als Notarin des Quarma-Konsortiums von Necrom verlange ich eine Erklärung dafür, dass die Produktion eingestellt wurde. Ist euch bewusst, welchen irreparablen Schaden dies unserem Ansehen zufügt? Das ist schon, wenn was nicht läuft, dann Schaden, ja. Aber ich arbeite das nicht. Das wird dem Konsortium nicht gefallen. Nee. Verzeiht, Reisende. Ja. Das war etwas forsch von mir. Nee, ist schon okay. Ich bin eine Inspektorin, die sich die Ankereiermine ansehen soll. Was für Eier? Seit deren letzter Lieferung sind ein paar Tage vergangen. Und meine Vorgesetzten werden langsam unruhig. Ankereiermine. Ich habe bloß was mit Eier ansehen. Wir sehen, ihr hört. So, okay. Du musst hier rum inspektieren. Ja, mache ich ganz allein zu dieser. Ja. Bitte, das ist nicht der erste Arbeiterstreik, den ich verhandle. Aha. Moment. Ihr meint doch nicht, dass hier etwas Gefährliches vorgefallen ist, oder? Nun, ich habe ein Spesenkonto für diesen Auftrag. Könnte ich euch für den Zeitraum meiner Inspektion als Leibwache anheuern? Mir aus, ich habe keine. Wir machen das schon. Wir machen das. Na, komm. Ich muss euch darüber in Kenntnis setzen, dass ihr als Vertragspartner des Quarma-Konsortiums an höchste Verhaltensstandards gebunden seid. Aber wenn nicht pupsen, nicht rülpsen, oder? Darf, oder was meinst du? Nicht pupsen, nun nicht rülpsen. Werden wir die Pferche inspizieren. Ist ja manchmal auch manche Leute, ne? Und die Königin besuchen müssen. Was? Die Königin. Quarma sind doch Tiere. Das sind doch solche. Erstmal. Eigentlich eine Routineangelegenheit. Wenn das Konsortium findet, dass eine Mine unterdurchschnittliche Leistungen erbringt, schicken sie einen Inspektor, der sich die Sache genauer ansieht. Gut. Dazu gehört in der Regel, dass der Aufseher eine umfassende Führung durch die Quarma-Pferche und zur Königin der Mine bietet. Ja, aber wenn kein. Ne? Ulfengar,
Ich habe ihn kurz kennengelernt, als die Mine damals eröffnet wurde. Ein Nord. Hart wie Stein und süß wie ein Holstein. Aber ein hochmütiger Arbeiter. Gute Eigenschaften für einen Aufseher. Ah. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass er sich verspätet. Das ist definitiv nicht seine Art. Vielleicht keine Uhr mehr oder was. Oder. Kein Zeitgefühl. Ich habe auch keines. Passiert schon mal. So. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich wurde nur hergeschickt, um eine Inspektion durchzuführen. Allerdings kam mir das Konsortium tatsächlich recht angespannt vor. Man sagte mir, dass ich mit allerlei Ausreden rechnen solle. Von Einstürzen bis hin zu Kultisten. Lachhaft, ich weiß. Aber das gehört zu meinem Beruf. Ja, ne? Da stehen wir drüber, oder? Da sind wir ja Profis. So denken sich. Ja, aber welche Minen? Wo sind sie denn? Voreiligen Schlüsse. Ich habe keinen Minenarbeiter gesehen. Woher weißt du denn, was sie hatte, mir die denken? Dinge anzusehen. Hm? Aber ja, meine Arbeitgeber scheinen mir das definitiv zu glauben. Schließlich geht es nicht jedem Arbeiter immer um das Beste für das Unternehmen. Nein. Wenn der Lohn stimmt. Normalerweise, oder? Ach so, da steht ja das. Das Gleiche da, was sie auch erzählt. Mensch, ich dachte, ich. Oh bin... ja, eine gesunde Kramerkönigin ist in dieser Gegend Gold wert. Ihre Eier gehören auf jeden gut gedeckten, dunkelelfischen Tisch. Das Konsortium stattet diese Minen mit den besten Werkzeugen und Arbeitern aus, die man für Gold kaufen kann. Eva, gibt's was? Das Kramerkonsortium von Necrom überwacht die Pflege und fachgerechte Haltung der Eierminen auf der Halbinsel. Eierminen? Sie exportieren so viele Eier wie sonst niemand. Aber wenn auch nur eine Mine unter den Erwartungen bleibt, stellen die Anteilseigner ungemütliche Fragen. Ja. Ich und andere wie ich, ja. Inspektoren. Dann gehen wir jetzt da rein mal, oder? Wenn man so will. Die machen wir das. Inspizieren diese Eier. Machen wir das so lange, bis ich auf Toilette muss, ey. Dass sie weiterhin die Produktionsstandards des Konsortiums erfüllen. Obwohl das in keinster Weise bedeuten soll, dass ich unersetzlich bin. Ja, okay. Ne? Wer ist das? Wer ist das schon mit alle ersetzlich, ne? So, ihr fürchtet, könnte gefeuert werden. Aha. Die Ankra-Eiermine ist eine besonders wichtige Mine. Das klingt zwar übertrieben, aber ich bin überzeugt davon, dass jeglicher Fehler hier zu meiner Entlassung führen wird. Für Außenseiter wie mich ist es nicht einfach, sich in telvanischen Unternehmen hochzuarbeiten. Ja, das ist, deswegen bin ich auch woanders, weißt du? Ich bin schon etwas besorgt. Ich war bei einer anderen Firma. Ja, okay, so, ja, lebt wohl. Was haben wir jetzt gekonnt? Jetzt haben wir stundenlang geredet und gehen da immer noch durch. Aber kommt die jetzt mit oder nicht? Hat sie mich angeheuert oder? Ey, langsam, 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 okay.